Und es sind noch einige eben dazugekommen. Ich würde noch mal ganz kurz wiederholen. Sie können sehr gerne während des Events Ihre Fragen in den Chat schreiben. Lea wird sie sammeln und später dann zu uns reingeben in die Runde. Und ja, jetzt beginnen wir. Ich freue mich sehr, dass wir heute Gäste dabei haben. Einmal Viktoria Müller. Viktoria ist Moderatorin und Aktivistin und war auch Gästin bei einem unserer Formate. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Sehr schön, dass du bei unserem Dreh mit dabei warst und auch heute mit dabei bist. Dann haben wir dabei Florian Azoulay, die Direktorin der Arosen Archive. Sie wird grundsätzlich etwas zu dem Kanal beantworten und Informationen geben. Und Daniel Becker, Mitgründer der Agentur Goldener Westen, mit der wir diesen Kanal eben auch entwickelt haben. Genau. Dann würde ich direkt mit der ersten Frage starten, die ich auch an alle drei stelle. Wir fragen nämlich innerhalb des Kanals, was hat die Nazizeit mit uns heute eigentlich noch zu tun? Und genau diese Frage würde ich gerne auch an euch drei weitergeben. Florian, magst du anfangen? Ja, gerne, liebe Isabel, und vielen Dank an alle, dass ihr dabei seid. Ich denke mal, da müssen wir nur um uns rumschauen und dann sehen wir tatsächlich, dass die Gründe für Verfolgung nicht Geschichte sind. Antisemitismus grassiert, Gewalt und Aggressivität gegen Frauen, LGBTQI plus Angriffe sind in die Höhe geschossen in dem letzten Jahr in Berlin zum Beispiel. Also insgesamt überhaupt sieht man überall Intoleranz in der realen Welt und natürlich auch analog. Und ich glaube, deswegen sind wir auch aktiv heute und ziehen auch Bezüge zu der NS-Zeit, um zu zeigen, wohin das führen kann, wenn man nichts dagegen tut. Danke dir, Viktoria. Was ist deine Antwort? Ja, also auch erstmal Hallo von mir. Ich freue mich sehr, auch hier heute dabei zu sein und generell auch bei diesem tollen Format mitwirken zu dürfen. Zu der Frage, ich glaube, wir haben heute alle die Nachrichten gesehen und das Thema Rechtsextremismus ist immer wieder und immer präsent und auch das, was die Nationalsozialisten damals quasi umgesetzt haben, ist immer noch auch die Wunschvorstellung von vielen Menschen, also quasi der Gedanke, den sie weiterverfolgen möchten und auch das Konzept von Leben, was sie leben möchten. Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder auch bewusst machen, dass auch wenn wir vielleicht jetzt alle anderer Meinung sind zu bestimmten Themen wie Menschenrechten, es Menschen gibt, die das ganz anders sehen. Und umso mehr wir auch über das Thema Rechtsextremismus sprechen, Antisemitismus, Rassismus und so weiter, umso mehr ist es auch quasi im öffentlichen Bewusstsein und da gehört es auch hin, einfach um solchen Menschen keinen Raum zu geben, beziehungsweise sich auch einfach dagegen zu stellen. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man auch immer wieder sich bewusst macht, dass solche Menschen eben auch mal ein Land regiert haben oder beziehungsweise nicht nur in Deutschland. Also das Thema gibt es auch in anderen Ländern und das ist quasi jetzt nicht nur, das ist jetzt mal einmal in Deutschland passiert für einen bestimmten Zeitraum, sondern das ist quasi immer aktuell und muss deswegen auch immer behandelt werden. Danke dir. Daniel, was meinst du? Ja, das meiste ist erstmal vielen Dank für die Einladung auch. Ich freue mich natürlich auch sehr, hier zu sein. Das meiste wurde schon gesagt, da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig. Für mich ist es noch mehr so, dass es eben auch oder dass der Bezug noch näher an der Weimarer Republik, also an der Zeit vor dem Dritten Reich ist. Wenn man sich vorstellt, einfach wie schnell eine freiheitliche Gesellschaft oder eine Demokratie kippen kann und wie zerbrechlich sie doch eigentlich ist. Und dass man einfach aufpassen muss, dass sie bestehen bleibt, dass sie nicht Gott gegeben ist sozusagen. Und das ist, glaube ich, so ein Geisteszustand, dem wir uns alle gewahr sein müssen, dass wir einfach wissen müssen, es ist nicht einfach so selbstverständlich, dass wir in Freiheit leben können, sondern dass es eben ganz schnell kippen kann. Vielen Dank euch. Viktoria, wir können ja ganz kurz mal über die Folge sprechen, bei der du mit dabei warst. Es ging um Selma Grünewald. Vielleicht kannst du kurz erklären, wie das Ganze für dich war und was du davon auch mitgenommen hast. Ja, ich war bei der Folge mit Selma dabei, wo es um das Thema Schwangerschaftsabbrüche ging. Und ja, für mich war das Thema sehr emotional. Und als wir die Folge aufgenommen haben, musste ich tatsächlich weinen, was
eher unüblich ist. Also ich bin eigentlich ziemlich gefasst und kann eigentlich auch ziemlich gut mit vielen Dingen umgehen, aber ebenso bei diesem Erzählen der Geschichte von Maria kamen mir halt irgendwie die Tränen. Und ja, ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass einfach in diesem Format so Einzelgeschichten erzählt werden. Also dass quasi diese diffusen Zahlen, die zum Beispiel über Opfer des Nationalsozialismus herrschen, halt plötzlich Gesichter und Namen bekommen. Und das hat mich auf jeden Fall sehr berührt und der Dreh war auch sehr aufwühlend. Ich habe mich aber bewusst dazu entschieden, nicht nochmal, also mir wurde angeboten, dass wir es quasi nochmal machen, dass ich jetzt nicht dann auch mich selber so vulnerabel zeige, aber ich habe mich auch dagegen entschieden, weil ich denke, dass das auch in Ordnung ist, da auch Gefühle zu zeigen. Ja, auf jeden Fall, das ist letztendlich... Ja, geht jeder anders mit solchen Situationen natürlich um, aber wir sind froh, dass wir da eben auch drüber sprechen konnten mit dir. Florian, vielleicht magst du nochmal sozusagen an den Anfang zurückgehen. Wie kamen wir oder wie kamen eben die Arolsen Archives darauf, überhaupt diesen YouTube-Kanal zu starten? Also nur kurz, es hat wirklich mit diesem Projekt Every Name Counts angefangen, wo wir wirklich unerwartet wirklich sehr viel Erfolg hatten, in dem Sinne, dass wirklich sehr viele Menschen sich dafür interessiert haben und vor allem auch sehr viele junge Menschen einfach Anschluss gefunden haben. Dieser direkte Arbeit mit den originalen Dokumenten und dieser Wille, diese Lust, also wirklich irgendwas beizutragen, ne? Gedenken, gleichzeitig aktiv zu sein und Zeichen zu setzen. Und wir haben Anfang des Jahres nochmal eine Studie gemacht, um besser zu verstehen, was bewegt diese Zielgruppe von uns, diese Generation Z, also die zwischen 16 und 25-Jährigen. Und da wurde klar, wir müssen einfach Formate entwickeln, die einfach... sagen wir mal, erreichbarer, einfach verständlicher und interessanter sind für diese Generation. Und natürlich ist YouTube Mittel der Wahl. Ich habe 3 Teenager zu Hause und die lernen das meiste aus YouTube, nicht aus Schulbüchern. Und das war klar, das ist da, wo wir uns auch bewegen wollen und wo wir auch einfach junge Menschen erreichen wollen. Gleichzeitig, glaube ich, sollten wir alle als Institutionen darüber nachdenken, dass wir auch diese Medien auch, dass wir auch den Raum auch besetzen wollen, ne? Und nicht nur diejenigen, die einfach Hasspropaganda, Hassnachrichten einfach propagieren oder Vereinfachung, Revisionismus. Da müssen wir lernen, mit Formaten einfach zu arbeiten, die uns dazu zwingen, unsere Message zu vereinfachen und eine andere Form einfach zu vermitteln. Und das ist ein Lernprozess wirklich. Genau, und wir hatten ja auch in der Studie herausgefunden, dass das Interesse auf jeden Fall da ist an der Zeit, aber dass es eben auch schwierig ist, darüber zu sprechen. Darauf können wir vielleicht später auch nochmal zurückkommen. Daniel, mit euch haben wir jetzt, also mit Goldener Westen, über ein Jahr an der Entwicklung des Kanals gearbeitet. Vielleicht kannst du nochmal kurz so ein bisschen zurückblicken und sagen, was war für euch da eigentlich so die größte Herausforderung? Größten Herausforderungen war eigentlich das Zusammenbringen so unterschiedlicher Bedürfnisse und zum Teil auch konträrer Voraussetzungen. Also zum einen sind es sehr komplexe Themen, die man eben auch zum Teil einfach nicht so einfach knapp machen kann. Andererseits gibt das Medium eben auch vor, dass wir eine gewisse Knappheit an den Start bringen. Es muss sofort knallen, haben wir ja immer wieder gesagt. Also es muss sofort eine Aufmerksamkeit da sein und wir müssen sehr schnell auf den Punkt kommen. Und ich glaube, das war eben auch eine der größten Herausforderungen, dass wir einerseits dem Thema gerecht werden, wo man ja auch nicht einfach so drüber huschen kann und einfach was machen kann und gucken, was passiert. Also dass wir da sehr bewusst vorgehen, gleichzeitig aber doch so stark verdichten, dass es direkt spannend wird. Und das war, glaube ich, somit die größte Herausforderung. Der sensible Umgang gepaart mit dem Sofortknallen. Und die Herausforderung stellt sich uns ja auch weiterhin, weil wir jetzt bereits schon an den nächsten Staffeln sozusagen arbeiten. Also das ist immer wieder, muss man da sehr genau schauen, wie wir damit umgehen, genau.
Victoria, du studierst ja momentan Geschichte und vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, ja, ob diese Art von Geschichtsvermittlung auch Studierenden und auch Schülerinnen helfen oder ja, was du dazu sagst, ob das sozusagen der richtige Weg ist, die richtige Richtung oder was sich vielleicht auch Studierende und Schülerinnen da wünschen würden. Also ich kann jetzt, glaube ich, schwer für Studierende und SchülerInnen sprechen. Und ich glaube auch, dass wahrscheinlich die Zielgruppe wahrscheinlich weniger Menschen sind, die Geschichte studieren, die ja sowieso schon wahrscheinlich ein Interesse für, also oder zumindest ein Knowledge oder ein Wissen über bestimmte Dinge auch zum Thema NS-Zeit und so haben. Aber ich hab ja die Frage vorher schon gesehen und ich habe darüber nachgedacht. Das ist ja auch, also die Zielgruppe ist ja, sind ja auch jüngere Leute, also auch so diese Generation Z, Menschen, die im Internet stattfinden. Und wir haben ja so einen Individualismus durch die sozialen Medien. Also viele Leute erzählen auf Social Media ja ihre Geschichte. Also egal, was es ist, aber es ist ja sehr individuell. Und ich glaube, dass dieses Format dadurch ganz schlau ist, weil es eben diese individuellen Geschichten erzählt, also mit Fotos, also und mit Belegen, Akteneinträgen, so Steps, die so passiert sind im Lebenslauf. Und ich glaube, das ist schon daher ziemlich sinnvoll, weil das sehr nah am Zeitgeist einfach ist, wie man heutzutage generell Geschichten erzählt, nämlich auf der individuellen Ebene. Und deswegen finde ich das ziemlich gelungen. Vor allen Dingen für Menschen, die sich vielleicht gar nicht so sehr mit diesen Themen beschäftigen. Und ich finde, die sollte man ja irgendwie erreichen. Und über solche Formate, so denke ich, kann man das eigentlich ganz gut. Ja, wir hoffen es. Wir sind noch relativ am Anfang. Der Kanal ist am 9. November veröffentlicht worden, aber wir geben unser Bestes. Daniel, ich habe noch mal eine andere Frage. Wir haben ja insgesamt drei Formate und eins davon heißt Deutschland versus Drittes Reich. Vielleicht kannst du so kurz einen Einblick geben, um was es da geht. Und du warst auch dabei bei diesem Dreh, was da so die Reaktionen vielleicht waren. Ja, vielleicht ganz kurz zur Beschreibung, was Deutschland versus Drittes Reich ist. Es ist eine Quizshow, ein Straßenformat. Wir sind auf der Straße in Berlin umgegangen, haben Leute gesucht, die mit uns diese kleine Quizshow spielen wollen. Und zwar läuft diese Show folgendermaßen ab. Wir haben den Menschen ein Zitat vorgelegt und die Quelle nicht genannt, nicht gesagt, wer es ist. Und dann gefragt, ist es aus Deutschland, also aus der heutigen Zeit oder aus dem Dritten Reich von damals. Und natürlich waren das immer Zitate, die irgendwo dazwischen liegen, die nicht eindeutig zuzuordnen sind. Und ja, die Reaktionen waren sehr gut. Also die Leute waren sehr engagiert dabei, sehr emotional dabei, was ja auch wichtig ist, was eben auch schön zu sehen ist, dass diese Veränderung der Sprache oder die Verrohung zum Teil auch der Sprache, dass sie auffällt und dass sie die Menschen berührt und dass es nicht einfach so hingenommen wird. Das fand ich sehr schön zu sehen. Dann fand ich es auch sehr schön, dass wir doch auch einfach von Menschen, die dann nicht mitmachen wollten, die aber, denen wir es kurz erklärt haben, denen wir den Pitch gegeben hatten und gesagt haben, möchtest du mitmachen, dann aber keine Zeit hatten oder nicht gut genug Deutsch konnten oder, dass sie gesagt haben, sie finden es total super, dass es sehr wichtig ist. Also wir haben eigentlich sind nur auf positive Resonanz gestoßen. Und es war schon einfach auch sehr spannend zu sehen, wie die Menschen reagieren und auch, wie die Menschen auch ein Stück weit trotzdem eine Kombination aus Leichtigkeit und trotzdem auch Emotionalität und Ernsthaftigkeit zusammengebracht haben. Und das war eigentlich auch genau das, was wir uns gewünscht hatten. Insofern war es besonders schön, dass es so aufgegangen ist. Und es wird nicht langweilig. Das fand ich auch sehr spannend, obwohl wir wirklich sehr, sehr viel immer wieder den gleichen Quiz mit unterschiedlichen Fragen gespielt haben oder Zitaten gespielt haben. Es bleibt einfach spannend und das ist total schön zu sehen. Danke dir. Genau, wir sind ja nicht nur auf YouTube also seit kurzem, sondern auch auf TikTok. Und beide Kanäle sind sozusagen Teil eines neuen Bildungsangebots, das die Aarhus und Archives planen. Florian, was genau ja, können
alle erwarten? Was ist geplant, was die Bildungskampagne betrifft? Nur ein paar Worte dazu, weil es alles noch in der Entwicklung ist. Also mit kein Thema, mit dem YouTube-Kanal haben wir wirklich der Beginn für unsere neue Bildungsangebote angekündigt. Und Ende Januar, also präzise zu sein, am 27. Januar zum Holocaust-Gedenk, also Weltgedenktag, werden wir eine neue Plattform einfach anbieten, die es ermöglichen wird, einfach diese Dokumente tatsächlich zu erfassen und ausgehend von den Dokumenten tatsächlich in Bildungsmodule einfach, um sich auf wirklich eine Bildungsreise einfach zu begeben und Fragen, die man haben könnte, wenn man anfängt, daran zu arbeiten, einfach diese Fragen zu beantworten. Die Idee ist wirklich, in der Auseinandersetzung mit dem Originaldokument, mit dem historischen Dokument, tatsächlich eine Reflexion zu starten und gleichzeitig auch Themen, die aktuell relevant sind, einfach anzusprechen, damit für der und diejenige, die sich damit auseinandersetzt, tatsächlich ein direkter Bezug hergestellt wird und die wichtigen Fragen im Leben einfach gestellt werden. Ne? Wer bin ich? Wofür stehe ich? Was mache ich, wenn mir Intoleranz, wenn ich Augenzeuge werde von einer Tat, die einfach nicht akzeptabel bin? Was ist Zivilcourage? Und so weiter und so fort. Das sind wirklich das, was wir machen möchten. Es geht um Lernen, um Gedenken natürlich, aber auch sehr viel auch um Lernen, um sich kennenzulernen, um eigene Vorurteile zu konfrontieren. Und hoffentlich auch sehr, um zu aktivieren, ne? Damit, weil jeder von uns kann in wirklich kleinen Schritten auch jeden Tag was machen. Genau, daran würde ich gerne anschließen, weil wir wollen zwar ein tolles Angebot bieten mit der Bildungskampagne, mit dem YouTube-Kanal, mit dem TikTok-Kanal. Wir möchten aber auch gerne motivieren, wirklich selbst aktiv zu werden und eben Zivilcourage zum Beispiel zu zeigen, die du eben ansprachst. Gerne könnt ihr selbst aussuchen, wer antworten mag. Victoria, vielleicht auch du, weil du ja auch noch ein anderes Format moderierst, das Teil unseres YouTube-Formats ist, Nazi-Deutsch für AnfängerInnen. Und da ist ja dieser sogenannte Call to Action auch immer Teil davon. Also wie, vielleicht kannst du das kurz erzählen, zu was wir dazu anregen und was wir uns da auch ein bisschen erhoffen. Ja, also der direkte Aufruf eigentlich am Ende jeder Folge ist, dass man sich ja auch für Demokratie einsetzt. Ich denke, da geht es primär auch darum, selber, wie du gerade auch schon gesagt hast, selber eben auch sich für bestimmte Werte einzusetzen und eben auch in bestimmten Themen nicht ruhig zu sein, beziehungsweise auch aufzuklären, zu informieren. Also das Format, was wir da zusammen gemacht haben, geht ja auch ganz klar in die Richtung, auch aufzuklären über Hintergründe von bestimmten Begrifflichkeiten, um dann aber auch das Werkzeug an der Hand zu haben, um beispielsweise an Weihnachten, wenn die ganze Familie zusammenkommt und man wieder irgendwie den wütenden Onkel oder die wütende Tante oder wen auch immer, der dann mit der oder die mit entsprechenden Begrifflichkeiten um sich wirft, dass man auch mal das einordnet und auch mal sagt, wo kommt was her, wie ist was gemeint vielleicht, in welcher Argumentationstradition bist du hier unterwegs, vielleicht mal zu fragen, woher hast du denn diesen Begriff und so. Also sich wirklich dann auch mit bestimmtem Wissen vielleicht auch im Hintergrund einzusetzen und halt auch nochmal zu hinterfragen, wie sind bestimmte Dinge gemeint, weil Wörter sind sehr mächtig und wir haben inzwischen jetzt auch durch das Internet natürlich und durch Telegram-Kanäle und so weiter ziemlich viel, was über schriftliches Wort auch läuft. Und es gibt einfach sehr viele Kampfbegriffe, also sehr viele Wörter, die auf eine bestimmte Art und Weise gemeint sind, die auch wirklich nicht nur einfach harmlos eine Telegram-Nachricht sind, sondern im Zweifel vielleicht dazu führen, dass irgendjemand auf die Idee kommt, in einer Tankstelle jemanden zu erschießen, weil er darauf hingewiesen wurde, eine Maske zu tragen oder so. Also, dass auch sowas quasi eine Keimzelle sein kann. Und genau, dass man aber auch selber immer gucken muss, im eigenen Umfeld, finde ich sowas? Gibt es Menschen in meinem Umfeld, die vielleicht solche Wörter verwenden und dann auch mal darauf hinzuweisen? Das war jetzt sehr lang. Alles gut, wir haben ja die Zeit.
Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, das ist ja auch immer die Herausforderung, ist, dass wir verkürzen müssen, weil wir können einfach innerhalb dieser Formate nicht so tief reingehen in die Geschichte und in die Details. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz drüber sprechen, wo sind aber auch die Grenzen, die man vielleicht nicht überschreiten darf. Ich gebe das Wort an euch. Vielleicht, ich grätsche einfach mal rein. Ich glaube, das ist ein Ausprobieren. Und so gehen wir auch vor. Wir haben ja mehrere Staffeln geplant oder bewusst ist auch so geplant, dass wir in mehreren Paketen produzieren, dass wir einfach sehen können, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, wo können wir uns Zeit lassen, wo müssen wir uns sogar auch ein bisschen mehr Zeit lassen, weil es einfach wichtig ist, sich die Zeit zu nehmen. Und wo müssen wir einfach noch ein Stück weiter verkürzen? Ich glaube, da gibt es keine Patentantwort, dass es besonders ist. Es muss nicht immer besonders kurz sein. Es ist natürlich gut, wenn es am Anfang kurz ist, damit die Leute nicht oder am Anfang direkt da ist man sofort im Thema ist. Aber dann, wenn es das Thema greift und die Menschen mitnimmt, dann darf es ruhig auch länger sein, dieses Format. Genau das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die Leute auf dieses Format gewartet haben, sondern dass man sie sofort mitnehmen muss und sofort irgendwie einen Haken haben muss, in den die Leute jetzt etwas erschreckt ausgedrückt reinbeißen, damit sie eben dranbleiben. Und das ist häufig das Gegenteil von wissenschaftlichem Arbeiten. Und das ist eben eine Herausforderung. Und da ist es einfach ein Balanceakt, wo man sich vortasten muss, bei dem man einfach schauen muss, wie kommen wir weiter, wie funktioniert es, wie ist es gut, wie weit können wir Risiken eingehen, wie weit können wir verkürzen und wo müssen wir uns eben dann doch die Zeit nehmen. Gibt kein Patentrezept. Deshalb arbeiten wir ja auch über einen längerfristigen Zeitraum zusammen. Ja, das würde ich auch verbessert wird. Daniel, das würde ich auch so unterstreichen. Das ist wirklich ein Balanceakt und man könnte sagen, Fall für Fall müssen wir neu entscheiden, wie das dargestellt wird und du sagst, ja, man muss reinbeißen, es muss einen Haken geben, damit die Zuschauer dabei bleiben. Und wir sagen immer Kontext, 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 es muss Kontext vermittelt werden. Das heißt, wir müssen immer die richtige Balance finden, dass es interessant und kurz genug vielleicht ist, aber trotzdem der Kontext da ist, damit jeder das einordnen kann. Und das glaube ich, ist es jedes Mal ein bisschen anders. Und da auch, glaube ich, werden wir auch lernen, ne, und besser werden, weil wir brauchen auch den Feedback von unseren Zuschauerinnen. Genau, wir haben schon gesagt, wir haben drei verschiedene Formate im Moment. Das war ja bestimmt auch nicht ganz so einfach jetzt für euch, Daniel. Wie seid ihr da vorgegangen? Also drei komplett verschiedene Formate für einen komplett neuen Kanal zu entwickeln. Im Prinzip aufbauend auf dem, was ich eben gesagt habe. Je mehr Bandbreite man anbietet, desto wahrscheinlicher ist, dass etwas funktioniert. Und das wollten wir auch tun. Das Thema ist total breit. Und wir haben diesen Kanal ja auch noch nie gemacht. Wir machen den ja auch zum ersten Mal, genauso wie ihr. Und da haben wir einfach auch versucht, so ranzugehen, dass wir da eben eine extreme Bandbreite haben, dass wir eben schauen können. Wir haben was ganz, ganz Knappes, was Kurzes, wie dieses Straßenformat, Deutschland versus Drittes Reich, dann aber auch ein Premium-Format sozusagen, was dann ungefähr 15 Minuten dauert, keine Geschichte in dem Fall. Und dann eben Nazi-Deutsch für AnfängerInnen, was so dazwischen liegt, aber eher auch ein kurzes Format ist. Dann haben wir in der Konzeption eben uns auch überlegt, dass wir das Rad nicht neu erfinden müssen, sondern dass wir einfach geschaut haben, welche Formate gibt es da draußen, die gut funktionieren, die Menschen auch irgendwie schon ein Stück weit gewohnt sind und kennen, um ihnen den Einstieg zu erleichtern. Also dass sie nicht über diese Schwelle hinüber müssen, die sie herausfordert, sodass sie erstmal denken, was soll ich, was will das, was will ich hier, was wollen die überhaupt von mir? Click next. So. Das Weiterklicken ist ja einfach eine ganz gewöhnliche Sache. Und da wollten wir die Menschen eben auch
da abholen, wo sie sich zum Teil befinden, dass wir eben da aufbauen, bei Formaten aufbauen, an Formate ansetzen, die wir eben für unser Thema, unseren Zweck, unser Narrativ, unsere Botschaft nutzen können, die eben auch quasi dann wieder ein Träger dieser Botschaft werden können. Denn es geht ja nicht nur darum, einfach ein Format zu entwickeln und zu entertainen irgendwie mit Botschaften, sondern wir wollen ja auch was sagen damit. Und das ist ja eigentlich nur Mittel zum Zweck, dieser Kanal. Und deshalb sind wir so breit gefächert vorgegangen. Und damit wir eben auch die Möglichkeit haben, wirklich es auszuwerten und besser zu werden und zu sehen. Vielleicht das Risiko besteht, dass ein Format einfach wirklich nicht funktioniert und nicht gut ist. Und dann müssen wir es anpassen. Bisher sieht es nicht so aus, aber die Möglichkeit besteht. Und da, wir wollen agil, beweglich einen guten Kanal aufbauen und ein Publikum aufbauen. Das ist das Hauptziel. Und gute Inhalte liefern. Und dazu müssen wir beweglich bleiben und flexibel und viel anbieten, viel Unterschiedliches anbieten und wach sein. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz auf die Inhalte auch näher eingehen. Du hast eben gesagt, wir haben da eine große Bandbreite und jetzt in dem längeren Format, keine Geschichte, behandeln wir wirklich ganz verschiedene Themen. Wir haben anti-asiatischen Rassismus, anti-muslimischen Rassismus, Antisemitismus, natürlich, also unterschiedlichste Themen, WiderstandskämpferInnen. Wir haben aber auch in der Studie gesehen, von der wir eben gesprochen haben, dass zum Beispiel das Thema Rassismus sehr gut angenommen wird, sich damit zu beschäftigen und da auch Bezüge zu der eigenen Lebenswelt hergestellt werden, dass es aber zum Beispiel beim Thema Antisemitismus schwieriger ist für die jüngeren Menschen von heute. Florian, vielleicht kannst du kurz erklären, woran könnte das liegen und wie versuchen wir das auch ein bisschen zu lösen, um da auch vielleicht das Wissen zu verstärken oder auch einfach das Verständnis. Ja, was wir in der Tat festgestellt haben in der Studie, ist, dass jüngere Generationen eine wesentlich höhere Sensibilität haben, was Rassismus angeht, als vielleicht eine ältere Generation. Aber dass das Thema Antisemitismus nicht so präsent ist, das könnte sehr, sehr wohl daran liegen, dass das Thema Antisemitismus als eine Subkategorie von Rassismus betrachtet wurde von den Jugendlichen, mit denen wir gesprochen haben für die Studie. Und dass es sozusagen wie so ein Expertenwissen ist. Und für sie ist Rassismus irgendwie ein Begriff, was alles und alle Formen von Intoleranz einfach mit einbezieht. Wir wissen aber natürlich, dass Antisemitismus eine andere Dynamik hat, etwas anders ist natürlich als Rassismus. Und ich denke mal, unser Auftrag ist ganz klar als Bildungsorganisation, ist es, das einfach zu vermitteln. Das machen wir unter anderem auch mit diesen Biografien. Ne? Victoria, du hast erzählt, dass es so wichtig ist für eine jüngere Generation, einfach dass die Geschichte einfach aus der Perspektive des Einzelnen oder in den Augen des Einzelnen betrachtet wird. Und wir haben zum Beispiel in kein Thema, ein Fokus auf Antisemitismus, wo ein junger Mann einfach erzählt, wie er selbst Antisemitismus erlebt und was es für Folgen für ihn hat. Und ich glaube, da wiederum, indem man Leute zu Wort kommen lässt, die einfach erzählen, was es für Folgen für sie hat, was es für einen Impact hat auf sie, es kann extrem wirksam sein und viel, viel mehr als jede Studie, die man da einfach hoch und lang und runter erklären könnte, glaube ich. Vielleicht kann ich da noch ergänzen. Ich stimme dir total zu. Ich glaube auch durch diese persönlichen Geschichten, die Victoria ja auch schon erwähnt hatte, haben der Zuschauer, aber haben auch unsere Gäste, wie in dem Fall, oder Gästinnen wie Victoria, sehr schnell und sehr emotional eben auch erlebt, dass diese Menschen damals gar nicht so anders sind als wir und zum Teil auch sehr ähnliche Kämpfe zu kämpfen hatten und dadurch auch auf Neudeutsch relatable sind. Also es sind eben keine Zahlen und keine Bewegungen und dann sind es 137.000 Tote, sondern es ist eine Geschichte, die ganz nah an mir dran ist und ein Mensch, der oder die sich für genau die gleiche Sache eingesetzt hat, wie ich heute. Und dadurch wird, glaube ich, auch entsteht auch so ein Sog und so eine Energie und so eine Identifikationsmöglichkeit, auf die wir eben auch ein Stück weit setzen und gesetzt haben und die uns sehr wichtig war bei diesem Format Keine Geschichte.
Wieder der Fehler. Oliver, wolltest du auch was ergänzen? Du hattest eben dein Mikro ausgeschaltet. Genau, ich wollte auch noch kurz was ergänzen. Hallo erstmal von meiner Seite, Oliver. Ich habe damals besagte Studie betreut. Dieser Grauraum zwischen Rassismus, Antisemitismus, was ist da Wording, was ist eine Untiefe dessen, wie verschiedene da drauf gucken. Auch das ist natürlich jetzt halt einfach hier ein Versuchsraum zu gucken, weil das eine ist, wie eine Fachwelt Dinge definiert. Das andere ist natürlich irgendwie, wie gelebte Sprache und gelebtes Umfeld funktioniert. Und das für uns halt einfach sehr spannend zu sehen, irgendwie, weil irgendwie in dem Kontext müssen wir anschlussfähig sein. Gerade wenn wir andere Zielgruppen erreichen wollen, gerade wenn wir mit denen reden wollen, die vielleicht ein bisschen weiter weg von dieser Thematik sind, gerade die es vielleicht gilt, irgendwie ein Stück weit zu überzeugen. Danke dir für die Ergänzung. Ich würde noch gerne eine Sache kurz besprechen und dann können wir total gerne in die Fragerunde kommen. Ich sehe auch schon eine Meldung, Herr Gempler. Ich habe es gesehen. Wir kommen dann gleich dazu. Wir haben nämlich auch festgestellt, wir sprechen wieder über die Studie und Lea hat auch gerade den Link zur Studie in den Chat gepostet. Da können Sie gerne alles nochmal nachsehen. Dass es auch den jüngeren Generationen schwerfällt, über die Thematik NS zu sprechen, weil sie einfach auch die Sorge haben, das könnte jetzt falsch sein, was ich sage, das kann irgendwie falsch wahrgenommen werden. Ich weiß nicht, Victoria, vielleicht magst du auch noch mal kurz was dazu sagen, weil sozusagen wir haben dich in die Situation gebracht, während der Folge, während des Drehs darüber zu sprechen. Wie war das für dich und kannst du das nachvollziehen, dass da vielleicht auch jüngere Menschen heute Probleme mit haben könnten? Also, ich glaube, dass das gar nicht unbedingt was mit jüngeren Menschen heute zu tun hat, sondern ich kann mir vorstellen, dass es auch den Generationen davor ähnlich ging, dass man natürlich oder jetzt nur von mir gesprochen, in der Situation und auch in anderen Situationen, man natürlich die Sorge trägt, dass man etwas Falsches sagt. Also, man möchte ja bei so einem sensiblen Thema vermeiden, falsche Begrifflichkeiten zu verwenden oder vielleicht irgendwie irgendwelche Kontexte zu vermischen oder so. Deswegen glaube ich schon, dass Aufklärung da ganz wichtig ist, damit auch Jugendliche immer alle Informationen zur Verfügung bekommen, um über das Thema selbstbewusst zu sprechen. Ich glaube, das betrifft nicht nur dieses Thema, sondern generell auch viele andere Themen. Dass halt da wirklich Wissen Macht ist. Also wenn man über eine, oder auch wenn man weiß, wie man fragen kann. Also ich meine, wenn es zum Beispiel einen geschützten Raum gibt, wo man auch mal eine doofe Frage stellen kann, ohne dass man das Gefühl haben muss, okay, ich darf das jetzt nicht fragen, auch wenn es eben um so Sachen wie den Nationalsozialismus geht, Völkermorde, was auch immer. Also, dass man einfach auch nicht weiß und die auch nicht wissen darf und es eben diese Orte geben darf, wo man diese Fragen auch stellen kann, um dann auch eine gewisse Einordnung zu bekommen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das jetzt kein neues Phänomen ist. Also, ich freue mich auch über andere Antworten zu dieser Frage. Denke aber, das ist wahrscheinlich so ein grundlegendes Problem mit dieser Unsicherheit. Genau, also wenn Sie dazu gerne was beitragen möchten, können Sie sich auch gerne einfach dann melden. Wir würden jetzt einfach in die Fragerunde gehen, außer ihr möchtet selbst noch was ergänzen, über was wir jetzt nicht gesprochen haben. Das könnt ihr auch sehr gerne tun. Herr Gempler, Sie hatten sich eben gemeldet. Ja, und guten Tag erstmal. Ich hätte eine Frage zu dem Format, was wir jetzt hier gerade schon ausführlich besprochen haben. Sie sagten vorhin, Herr Becker, die Reaktionen seien positiv und das sei alles ganz hoffnungsstimmend und so. Was mich mal interessieren würde, ist, wie sind denn so die Klickzahlen? Wie sind die Verweildauern bei den Videos? Wie viele Leute haben sich das jetzt angeguckt? Ich habe gerade gesehen, bei YouTube sind es irgendwie 280 Abonnenten jetzt. Das ist ja noch einigermaßen überschaubar. Und wie ist das jetzt bei Instagram oder ich weiß nicht, wo es sonst noch zu sehen ist? Das sind ja mehrere Fragen. Ich versuche zu folgen. Die erste, die Klickzahlen sind natürlich noch niedrig. Wir haben ja bei null angefangen. Das Ganze Ja, ist klar. langfristig ausgelegt. Insofern wird sich das hoffentlich Schritt für Schritt steigern und wir
werfen da ja auch ein bisschen Geld drauf, damit es gesehen wird. Die Welt wartet nicht auf diesen YouTube-Kanal, so, sondern da muss man ein bisschen anschieben und dann muss man natürlich aber auch Content bieten. Und je mehr wir dann haben, desto mehr wird wieder innerhalb des Ganzen eine Dynamik entstehen. Zur zweiten Frage mit den weiteren Kanälen. Wir haben bewusst dass die Formate auch so angelegt, dass wir daraus eben immer auch kleinere Snippets nehmen können, die dann wieder einerseits als Werbung fürs volle Format funktionieren können, gleichzeitig aber auch schon wieder helfen, unsere Botschaft, die wir vermitteln wollen, auch in kürzeren Einheiten ohne den ganz großen Zusammenhang zu transportieren. Also da, und das funktioniert bei Instagram zum Beispiel sehr gut. Also da haben wir über diese Reels deutlich mehr Views als in den Vollformaten auf YouTube. Da muss man natürlich eben auch sehen, dass da schon ein Following da ist und wir nicht bei Null anfangen. Also dass der Aronson Archives Instagram-Kanal nicht ganz neu ist und auch der Goldene Westen-Kanal schon ein Following hat. Und das hilft natürlich. Und so soll natürlich eins ins andere greifen. Über TikTok kann ich nicht so viel sagen, weil den die Aronson Archives selbst verwalten. Aber auch da funktionieren diese kürzeren Formate, glaube ich, sehr gut. Isabel, kannst du dazu was sagen? Genau, ich würde einfach gern auch Anke Münster kurz die Möglichkeit geben, dazu was zu sagen. Sie ist die Leiterin der Kommunikation bei den Aronson Archives und kann bestimmt dazu noch was ergänzen. Ja, gerne. Vielen Dank. Es ist halt klar, ne? Also wir haben ja den YouTube-Kanal und jetzt TikTok auch extra so früh gestartet, bevor wir mit den Bildungsformaten dann loslegen werden, weil wir ganz gerne die Zeit geben wollen, dass die Kanäle sozusagen in Schwung kommen und dass die Sachen mehr gesehen werden und dass wir dann auch schon signifikante Follower und vor allen Dingen halt auch Reichweite haben. Und das ist sozusagen bewusst extra so gemacht. Wenn wir dann mit den Schulen stärker in Kontakt sind, können wir dann sagen, so hier, schaut, wenn ihr mitgemacht habt bei Every Name Counts, schaut doch mal bei uns auf den Kanälen vorbei und dann gibt es dort ein interessantes Angebot und dann wird es, glaube ich, auch noch eine ganz andere Dynamik bekommen. Das war sozusagen Zielsetzung und TikTok fängt halt jetzt wirklich gerade an. Also das ist, da denke ich, können wir über die Zahlen noch gar nichts sagen. Das sind die Starts jetzt gewesen. Aber es war uns halt wichtig, jetzt auch die Möglichkeit zu geben, schon mal darüber zu sprechen. Und ich denke, dann im halben Jahr sieht es dann schon ganz anders aus. Okay, und was mich jetzt noch interessieren würde, ich hatte ja nach den Verweildauern gefragt, das kann man bei YouTube sehen. Werden die zu Ende geguckt? Oder weil das ist ja manchmal wirklich sehr frustrierend, wenn man die Statistik sich ansieht, dass dann eben halt nach 30 Sekunden oder so 80% der Zuschauer weg sind. Wie ist das da? Kann ich auch gerade noch mal. Also es ist bei den kürzeren Formaten halten die tatsächlich auch die Zuschauer bis jetzt länger durch. Das ist einfach so. Die längeren Formate sind so, dass wir schon auch Abbruchzahlen haben. Ich würde es jetzt nicht als frustrabel bezeichnen. Ich glaube, dass es sich in einem ganz normalen Bereich bewegt. Wir sind aber jetzt auch schon dabei und analysieren auch nochmal die Videos, die wir als erstes gedreht haben und schauen, was wir machen können, dass wir über vielleicht nochmal eine bessere, Kapitelstruktur sozusagen innerhalb des Videos einfach noch ein bisschen mehr so Cliffhanger machen und so etwas. Also wir sind dabei und analysieren das und gucken, wie wir das dann auch weiterentwickeln. Aber es ist halt ganz klar, ne, wir haben jetzt nicht die Mittel, erstmal 6 Probevideos zu drehen und zu schauen, wie die dann laufen. Das ist alles immer so ein bisschen eine Operation am offenen Herzen, dass wir halt anfangen, produzieren, schauen und wir machen weiter. Und ich glaube, dass wir da schon auf einem ganz guten Weg sind. Okay, vielen Dank. Die nächste Frage, die wir haben, ist zur Kommentarspalte bei YouTube. Und da wir momentan hier eine unserer Social Media Managerinnen auch da haben, Lea, die ja auch hier unseren Chat betreut, vielleicht magst du dazu was sagen. Ja, gerne, danke. Also genau, bei uns, wir haben immer viel mit Kommentaren zu tun, auch mit Hasskommentaren und Hetze. Tatsächlich haben wir jetzt aktuell bei den YouTube-Formaten, hält es sich noch einigermaßen im Rahmen.
Das hat auch damit zu tun, dass wir noch keinen Kanal haben mit mehreren tausend FollowerInnen. Also je größer und länger das auf der Plattform sein wird, je stärker wird das werden. Das zeigt einfach unsere Erfahrung. Nichtsdestotrotz, wir bespielen ja auch die Videos auf TikTok und Instagram und auch da bekommen wir bei einem Video mit ein paar tausend Aufrufen sofort auch ja, kritische Kommentare, die wir löschen müssen. Also auch wenn da nur getrollt wird, das kommt natürlich vor. Bisher ist das alles noch in einem Rahmen, den wir gut handeln können und wir sind aber darauf vorbereitet und haben da auch, ja, ich sag mal, sind da Krisen erprobt, sodass, wenn das jetzt mehr wird, wir da auch vorbereitet drauf sind. Genau, vielleicht können wir noch dazu sagen, dass wir vor allem durch unseren Facebook-Account da gut vorbereitet sind, weil da hatten wir natürlich in der Vergangenheit schon mit vielen Hasskommentaren auch zu tun und wissen, ja, wie wir dann damit umgehen. Genau, die nächste Frage wäre zur Viralität, ob die Beiträge auch geteilt werden und wenn ja, auf welchen Plattformen, vielleicht auch offline. Ich weiß nicht genau, wer am liebsten antworten mag, vielleicht auch wieder Anke und Daniel. Also viral sind wir noch nicht mit einem Beitrag gegangen. Was, da warten wir drauf, da hoffen wir drauf, dass das passiert. Aber dass es geteilt wird, auf jeden Fall. Und was wir auch gesehen haben, was jetzt am Anfang auch schon viel gebracht hat, ist, dass zum Beispiel die Influencerinnen, mit denen wir gearbeitet haben, haben zum Beispiel die Sachen geteilt und das sieht man sofort. Also die Filme, wenn das passiert, sehen wir sofort, dass das natürlich unsere Reichweite extrem erhöht. Auch das ist etwas, was halt im Fortschritt sein wird. Daniel, willst du noch mal? Viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Nur, dass es eben auch Teil des Gedankens war, dass wir eben mindestens ein Format mit InfluencerInnen entwickeln und auch entwickelt haben, damit wir eben genau diesen Push auch bekommen, dass wir die Möglichkeit haben, schneller zu wachsen, als einfach nur dadurch, dass wir guten Content machen, auf den die Welt ja bekanntlich nicht wartet. Die nächste Frage geht auch an dich, Daniel. Ob du glaubst, dass das Quiz, was wir in Berlin durchgeführt haben, ob da die Resonanz in einer sächsischen Kleinstadt gleich gewesen wäre oder ob wir uns eben bewusst für die eigene Filterblase entschieden haben? Ja, interessante Frage. Die kann ich sogar, glaube ich, beantworten, weil wir ja hauptsächlich oder viele Menschen eben auch aus dieser Gen Z, Gen Z Zielgruppe interviewen und fragen wollten, was gar nicht so einfach war, weil, kleines Learning wieder, unter der Woche sind einfach nicht so viele Leute im öffentlichen Raum unterwegs, wenn das Wetter nicht optimal ist. So. Und die Menschen, die wir dann aus der Zielgruppe erreicht haben, waren Schüler auf Klassenfahrten auf dem Alexanderplatz oder Kudamm aus der sächsischen Kleinstadt. Und insofern konnten wir eben auch mit Menschen aus der sächsischen Kleinstadt sprechen, die Teil unserer Gruppe sind. Also der Alexanderplatz ist, glaube ich, nicht wirklich die Berliner Filterbubble, sondern da unter der Weltzeituhr ist eine ziemlich wilde Mischung unterwegs. Und diese Menschen seht ihr auch in den Shows jetzt. Und man merkt schon, dass sie aus einer anderen Welt kommen. Also dass sie dann schon auch sagen, ja, Telegram, hier meine Lieblingsplattform und so weiter, also auf eine ironische Art und Weise. Aber sie sind, das ist sehr schwer auszudrücken, also dass da die AfD dann irgendwie im Stadtrat sitzt oder so, ist bei denen halt mehr normal. Aber ich habe das Gefühl, die jungen Menschen, viele von diesen jungen Menschen, mit denen wir gesprochen, natürlich eine ganz kleine Stichprobe, die waren schon auch wach. So, und die waren auch sich über diese Problematik bewusst. Natürlich haben wir jetzt nicht die AfD-Jugendorganisation angetroffen, die dann in der anderen Filterbubble wieder ist. Aber so eine normale Realschule, 10. Klasse, Ausflug aus der sächsischen Schweiz, die haben wir auch getroffen und die waren dabei. Ja, danke dir, dass du uns nochmal den Einblick gegeben hast, wie der Dreh so war. Wir haben momentan jetzt keine weitere Frage. Also wenn Sie etwas fragen möchten, dann können Sie gerne einfach Ihr Mikro entmuten und uns fragen.
Wir würden auch gleich nochmal hier den Link reinstellen in den Chat, genau zu diesem Format, von dem wir gerade gesprochen haben, dass Sie da einfach nochmal reinschauen können und sich ein bisschen selbst einen Eindruck schaffen können, wer da eigentlich teilgenommen hat und was das für Jugendliche waren. Ansonsten, wir hätten noch ein paar Minuten, also gerne noch mehr Fragen. Wenn nicht, dann könnt ihr auch gerne noch etwas da hinzufügen, was vielleicht wichtig wäre, noch zu ergänzen, was wir vielleicht noch nicht besprochen haben. Ich sehe aber, Herr Allerdissen, Sie haben Ihr Mikro gerade ausgeschaltet. Ja, wunderbar. Jetzt habe ich nur die Maus bei mir auf der Nase. So, jetzt nicht mehr. Hallo, mein Name ist Rolf Allerdissen. Ich komme aus Leipzig, bin also definitiv nicht Generation Z, befasse mich aber natürlich mit Generation Z als Zielgruppe für ein Projekt, wo es um die NS-Euthanasie geht, um die Verbrechen der NS-Euthanasie. Und meine Erfahrung halt in den letzten Jahren ist gewesen, dass es verdammt schwer ist, letztendlich die jungen Leute in irgendeiner Form anzusprechen. Deswegen erstmal Glückwunsch an euer Engagement. Und ich bin gespannt, wie ihr das löst und werde es auch gerne weiterverfolgen. Hoffe aber auch letztendlich, dass der Impuls, der eben vorhin auch schon mal angesprochen worden ist, der sich auf andere Gruppen auch ausweitet. Also es sind einige, ich sage jetzt einfach mal Projekte in Deutschland an dem Thema dran. Und ich glaube auch, dass da eine Vielfalt eben nützlicher ist, als wie wenn man jetzt, also eure Prominenz jetzt mal dagegen stellt und sagt, wir wollen den einzig wahren Kanal schaffen. Und die Mischung, dass ihr da auch, wie der Daniel, wenn ich jetzt den Namen richtig in Erinnerung habe, sagte, dass ihr einen Qualitätskanal machen wollt, wo halt ein bisschen länger drauf eingegangen wird, kann sehr, sehr, sehr fruchtbar sein. Natürlich kann ich auch nur meine Erfahrung wiederholen, das, was auch von den anderen Expertinnen und Experten gesagt worden ist, dass natürlich kurze Verweildauer eigentlich schon das Bumm in der ersten Sekunde kommen muss, bevor wieder weitergescrollt wird, dass das alles, was ihr da macht, aus meiner Sicht lobenswert ist. Und toi, toi, toi. Dankeschön. Auch von mir Dankeschön. Dann haben wir noch eine Frage. Wie strahlt der Ukraine-Konflikt auf die Gen Z aus und ziehen die jungen Leute Analogien zur Geschichte? Das ist auch eine ganz interessante Frage. Anke, vielleicht kannst du einen kurzen Ausblick geben, was wir als nächstes vorhaben. Ja, genau. Darüber haben wir halt auch schon viel gesprochen und haben überlegt, dass wir das natürlich gerne als Thema aufgreifen wollen. Und wir haben vor, dass wir ausgehend von einer Biografie von einer ukrainischen Zwangsarbeiterin, von einer jungen Frau, die sehr tragisch dann in einem Krankenhaus ganz kurz nach Kriegsende gestorben ist, auch gerne mit jemandem sprechen möchten, wo es einen Bezug zur, also ukrainische Aktivisten vielleicht, also wir haben den Gesprächspartner tatsächlich noch nicht, wir sind gerade dabei und recherchieren das und treten in Kontakt mit verschiedenen Leuten, aber genau darum würde es uns halt gehen, ne? Die Sicht zu reflektieren, wie ist es, wenn man über ein solches Schicksal spricht, und da sind in dieser Biografie, in diesen Unterlagen, die wir über diese ukrainische Zwangsarbeiterin haben, sind halt Briefe, die, wenn man sie liest, einem sofort vor Augen treten lassen, dass über ähnliche Dinge gesprochen, gedacht und so etwas wurde in dieser Zeit. Also da sind wir ganz gespannt drauf, wie das wird, und können da nur jetzt erstmal abwarten, hoffen, dass wir einen guten Ansprechpartner finden, und dann werden wir berichten oder die Folge dann auch zeigen. Herr Gembler. Ja, ich habe auch noch ein paar Fragen. Also das soll jetzt über eine längere Zeit laufen, dieses ganze Projekt, was ich sehr gut finde. Was natürlich so ein bisschen problematisch ist bei der Kürze, ist, dass man da schnell vielleicht auch zu sehr in so einen Relativismus kommt. Das war schlimm und heute ist es auch schlimm. Irgendwie sowas in der Art, was eben halt ganz schnell auch passiert bei der Betrachtung der NS-Zeit und mit der Analogiebildung zu heute. Und
Das wäre so eine Geschichte. Wie wollt ihr dem entgegnen? Was sind da die Strategien? Denn das passiert tatsächlich auch im Umgang mit Schülern immer wieder. Da könnte ich eine ganze Reihe von Beispielen erzählen, wo eben halt ganz oft auch ja, auf einer sehr, sehr, sehr einfachen Ebene dann analogisiert wird, was aber eben halt tatsächlich dann manchmal auch sehr problematisch ist. Dann eine weitere Sache, wie sieht es aus mit Israel und dem Kanal? Gibt es da auch dazu nochmal Bezüge? Werdet ihr es auch thematisieren? Denn gerade eben halt Antisemitismus bezogen auf Israel ist ja jetzt ein riesengroßes Thema. Und die Vermischungen da sind ja eklatant. Wer jetzt vielleicht bei allem Boykott in den letzten Tagen mal Fußball-WM geguckt hat, hat vielleicht den einen oder anderen unsäglichen Bericht auch über die Palästina-Flaggen, die da überall zu sehen sind, in der ARD gesehen. Ganz, ganz schlimm mit ganz, ganz viel unwidersprochenem Relativismus. Und auch da stellt sich immer die Frage, wie ihr da umgehen wollt mit diesem Thema. Wer möchte? Vielleicht kann ich zum ersten Punkt was sagen, den zweiten überlasse ich gerne jemand anderem. Die Frage des Relativierens stellt sich bei uns gar nicht so direkt, da wir einzelne Geschichten erzählen. Da gehen wir sehr fokussiert auf eine Geschichte ein. Und da stellt sich gar nicht die Frage, ob man da noch jemanden daneben stellt und sagt, das war jetzt schlimmer oder das war jetzt schlimmer. Wir erzählen eine Geschichte von einem Menschen oder von einer Begrifflichkeit oder von einem Zitat. Und da ist man ganz nah dran und da ist es so spitz und so fokussiert, dass man da jetzt keinen Whataboutism oder eine Relativierung über einen Vergleich zu irgendeinem anderen Thema ziehen will. Ich glaube, der Fokus ist da so scharf, dass es eine sehr eindeutige Ablenkung wäre, wenn man da dann plötzlich ganz weit rauszieht. So. Da sehe ich bei unseren aktuellen Formaten kein wirkliches Problem. Zur Israel-Palästina-Frage, wer möchte dazu antworten? Anke, willst du erzählen, was in der zweiten Staffel auch passiert, was geplant ist? Ja, also tatsächlich, also zum Thema Israel, also das ist als Thema bis jetzt nicht geplant. Also das haben wir in der Form bis jetzt nicht vor aufzugreifen. Wir haben als Themen, haben wir einige, also wir, zum einen wollten wir gerne nochmal sprechen über solche Themen wie Verfolgungsgründe, dass wir da einfach nochmal schauen, Themen, die wir noch nicht hatten, dann entsprechend aufzugreifen. Ich denke, ich weiß nicht, Isabel, willst du nochmal die einzelnen Punkte nennen? Also ich weiß gar nicht, oder? Also für die neue Staffel? Ja. Ja, also wir würden auf jeden Fall gerne darauf eingehen, wie schwarze Menschen während des NS verfolgt wurden. Dann eben die ukrainische Zwangsarbeiterin, von der du eben gesprochen hast. Dann auf jeden Fall das Thema Antiziganismus, was wir leider in der ersten Staffel noch nicht unterbringen konnten. Und also die drei stehen auf jeden Fall momentan schon fest und wir möchten auch auf das Thema Staatenlosigkeit eingehen. Vielleicht kann ich auch dann was dazu sagen. Also ich denke mal, lieber Herr Gembler, was wir versuchen zu tun, also in der ersten und in der zweiten Staffel, ist wirklich das ist wirklich ein Lernprozess, uns einfach zu wagen mit Themen und gucken, wie es funktioniert, wie reagiert wird, damit wir einfach daraus lernen und einfach uns weiterentwickeln können. Aber was wir gemacht haben, weil wir immer noch ein Archiv sind und der Bezug zu unserem Archiv und zu den betroffenen Gruppen, zu den Opfergruppen aus dem Archiv, das wollten wir zuerst mal alles abdecken. Und deswegen gehen wir fast eine Gruppe nach der anderen ab und die Arosen Archive sind dafür bekannt, dass wirklich alle Opfergruppen einfach tatsächlich vertreten sind. Das ist der Plan, zuerst mal für die zwei ersten Staffeln. Und auch deswegen ist Israel nicht sofort zum Thema einfach geplant worden. Aber ich bin mit Ihnen komplett bei Ihnen. Wir haben in Bad Arolsen sind wir wirklich an der Tür zu Kassel. Wir hatten letzten Sommer diesen Skandal zu Documenta. Und da wurde wirklich ganz klar, wie viel Konfusion herrscht, wie wenig Verständnis dafür ist, was Israel bezogener Antisemitismus
ist, wie es funktioniert, wie es aussieht. Also für mich war es wirklich ein absolut, muss ich jetzt zugeben, persönlich ein Schock. Es waren Bilder, die so krass antisemitisch waren. Und da wurde noch diskutiert, ob es Kunstfreiheit ist oder nicht oder irgendwas mit Israel zu tun hat oder nicht oder legitime Kritik. Also da merken wir, also der Bildungsauftrag ist da, der ist immens hoch, aber die Hürden sind auch ungemein hoch, weil da denke ich mal, es ist absolut für uns zu tun, das werden wir angehen und anfangen, aber da würde ich als Direktorin dieser Institution nie mich damit als erstes wagen. Wissen Sie, was ich meine? Mit einem neuen Format, mit neuen Zielgruppen und so weiter und so fort, ich würde nicht damit anfangen. Aber daran werden wir, da müssen wir damit, uns damit auseinandersetzen und unser Bildungsauftrag ist da, das sehe ich genauso wie Sie. Verstehen Sie mich nicht falsch, das war nicht als Vorwurf gemeint. Ja, nee, oder? Aber Sie wissen, also das war wirklich auch taktisch, einfach zu gucken, zuerst mal bleibt man da nah dran, wo die eigene Basis ist, was wir kennen, unser Archiv, die betroffenen Gruppen, wie man einfach die Bezüge herstellen kann. Und da hoffentlich werden wir uns tatsächlich sehr entwickeln. Und ich hoffe auch, dass die Followers und die Leute, die das zuschauen, werden, dass es sich auch weiterentwickelt. Ja, das finde ich toll und ich freue mich auch sehr, also ich möchte Sie auch nochmal ausdrücklich loben. Ich finde, Every Name Counts, das war super. Ich habe es in der Schule zweimal gemacht. Wir waren da ganz aktiv, was die Geschichte angeht. Ich finde die Grundkonzeption super. Ich finde es spitze, dass Sie versuchen, das Archiv auch immer weiter zu öffnen, dass man eben halt auch tatsächlich deutlich macht, dass es nicht irgendwie einfach von Ort für verstaubte Akten, sondern dass da eben halt auch diese, wie soll ich sagen, diese Partizipation immer stärker wird. Und diese Social-Media-Angebote sind ja jetzt eben halt gerade super wichtig, weil eben halt immer mehr an übelster Hasspropaganda das Netz flutet und sogar die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, wie gesagt, also ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, aber es war jetzt im Zuge eben halt der Fußball-WM so eine Geschichte und es ist ja nur ein Beispiel von ganz viel unfassbar unkritischen oder eben halt auch pro-palästinensischen, anti-israelischen, antisemitischen Berichterstattungen, die so oft zu sehen sind, dass man sich wirklich fragt, was ist hier eigentlich los? Das ist meine Frage. Ja. Aber um nochmal aufzugreifen, was auch Herr Aladdissen gesagt hat, ich glaube, es geht darum, dass wir auch eine Vielfalt an Stimmen einfach erzeugen. Wir sind nur eine Stimme unter vielen und ich hoffe sehr, dass wir einfach wirklich in Dialog bleiben, einfach mit vielen, die auch Sachen einfach ausprobieren und gucken und Erfahrungen sammeln, damit wir alle, glaube ich, kollektiv lernen, weil diejenigen, gegen wir im Netz antreten, sind in der Tat gut organisiert. Und die Messages, die sie verbreiten, sind so einfach, das ist viel, 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 ja. Es ist viel komplizierter für uns, das ist ziemlich klar. Okay, vielen Dank. Wir sind leider schon am Ende. Es ist 17 Uhr, kurz nach 17 Uhr. Deswegen würde ich langsam auch zum Ende kommen. Vielen Dank für Ihre Fragen. Wir haben jetzt auch versucht, im Chat noch einige zu beantworten, weil uns die Zeit so ein bisschen davongelaufen ist. Ich hoffe, das hat Ihnen geholfen. Herr Gempler, Sie haben eben auch noch Every Name Counts angesprochen. Ich möchte gerne in der Runde schon mal sagen, dass wir zum 27.01. auch wieder eine große Every Name Counts Aktion planen. Also bitte bleiben Sie bei uns, informieren Sie sich über unsere Webseite, über den Newsletter. Wir haben den Link auch noch mal im Chat eben gepostet, sodass Sie gerne auch herzlich eingeladen sind, auch wieder teilzunehmen dann im Januar. Das wäre uns sehr wichtig, auch dass Sie das einfach verbreiten in Ihrem Netzwerk. Und lassen Sie uns einfach in Kontakt bleiben. Wir freuen uns immer über Feedback, auch konstruktive Kritik natürlich zu unseren Kanälen. Da sind wir immer froh drüber. Melden Sie sich gerne bei uns und vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren und hoffentlich bis bald wieder. Tschüss. Tschüss.